Hey, Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP dran und wir fahren fort mit Let's Play Oddworld New and Tasty Elves Escape. Letzte Episode haben wir zwei Türen betätigt und nun wollen wir durch die nächste Tür. Wir haben Elves Escape angefangen. Halt die Granaten nicht zu lange in der Hand, sonst ist es Mutantenhackfleisch. Mhm, das stimmt. So. Da oben ist ein Slick. Da oben sind drei Slicks. Ich frage mich, ob ich die wegbomben könnte. Theoretisch. Oh, ich habe die Granaten nicht mehr. Das ist natürlich Pech. Warte halt, stopp. Warum ist hier eine... Okay, gut. Und wie soll ich jetzt hier rauskommen? Ha. Huh. Toll, das ist natürlich sehr gut. Ich kann hier niemanden chanten. Das hätte ich auch nicht durchgekonnt. Jetzt komme ich da oben nicht mehr weg. Aber ich kann hier noch Sachen durchwerfen. Nur kommen die nie im Leben da. Oh. Das war dumm. Da kommen die nie im Leben da durch. Okay. Ich brauche die Grenades, weil da müssen wir rollen. Da sind ganz viele Minen. Und chanten kann ich die Team da oben auch nicht. Brauche ich da einfach die übelsten Throw Skills? Kann das sein? Hm. Oh Gott, die Gänge werden ja immer schlimmer, je weiter wir kommen. Nee. Hm. Oh. Puh, es ist hart. Aber honestly, ich liebe so Denksportaufgaben. Würde man jetzt von mir nicht unbedingt erwarten, aber es ist so. Frag mich, ob ich da durchschießen könnte. Hm. Nee, vergiss es. Nee, hier kann ich auch nichts aktivieren. Ich glaube sogar, ich glaube, das Ding da oben ist auch noch im Hintergrund, also kann ich jetzt auch nicht wegbomben. Ich kann es natürlich versuchen. Ja, so schon mal nicht. So auch nicht. Hm. Okay, aber auch wenn ich es schaffe, die Grenades da wegzukriegen. Wie soll ich durch den verdammten Strom wegkommen? Nee, schockt mich. Okay. Außer ich kann mich da natürlich fallen lassen. Warum haben... Es kann doch nicht sein, dass man hier einfach einen Gang einbaut, aus dem man nicht mehr rauskommt. Das traue ich den Machern von Oddworld dann. Ich kann das treffen, ach du Scheiße. Ich brauche nur bessere Aiming Skills. Und wir alle wissen, wie gut Hust meine Aiming Skills sind. Hm. Das ist einfach keinen zu weiten Bogen fliegen lassen. Von hier aus vielleicht? Nee, ein bisschen weiter nach unten. Fliegt's da zwar durch, aber... Es bringt mir dann herzlich wenig. So kann es theoretisch klappen, aber wir kriegen das nie im Leben getroffen. Es könnte ein bisschen dauern, Leute. Uff! Verdammt, das wollte ich nicht. So, nimm die Granate, Abe. Okay. Letzte Part, der war zwar auch schwer, also das Zeugs. Aber
Nee, das explodiert viel zu schnell. Oder viel zu spät. Das ist keine Gar. Okay, der Strom schaltet sich mit der Zeit irgendwie aus. Der Strom ist nämlich jetzt aus. Warum ist der Strom auf einmal aus? Habe ich irgendwas aktiviert? Da war nämlich Strom. Ich habe das genau gesehen. Ich mache jetzt auch einen Quick Save. Ich frage mich, ob der. Nee, der geht jetzt. Das Spiel ist voller Mysterien. Habe ich zu viele Bomben geschmissen? Das Spiel hat sich gedacht, oh Gott, du schaffst das nicht. Na gut, hier, nimm einen kleinen Hint. Und denk dir. Oh, da war auch eine Boom. Eine Grenade-Dings. Okay, jetzt müssen wir die Granaten so werfen, dass sie da durch das Loch fallen. Bleibt das offen? Ja, lang genug um mich, um nicht zu treffen. Ich frag mich, ob ich einfach. Das wollte ich nicht. Das könnte klappen. Ja, what the heck? Was zum Teufel? Was? Was ist das denn? Ist Carl wieder zwischen die Explosive geraten? Mein Gott, das liegt ja. Wollte ich nicht? Ich stehe einfach zu weit. Das hätte funktioniert. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Das hätte funktioniert. Ich muss mich einfach nur setzen. Boom. Bitte alle. Sehr gut. So, jetzt holen wir uns noch ein paar Granaten. Da geht doch. Ich frage mich einfach, warum der Strom weggegangen ist. Falls ihr irgendwas gesehen habt, was ich nicht gesehen habe. Immer her mit den Infos. Okay. Oh, hier gibt's ja auch wieder Grenades. Okay. Geronimo! Oh mein Gott, are you serial? Das bleibt nicht lang offen. Ich müsste. Oh, goodness! Ja, das wird hart. Wir müssen nämlich. Oh! Im ersten Versuch geschafft, da eine Granate durchschleusen und. Okay. Gut, dann war das wohl doch nicht so schwer wie gedacht. Das ist sehr hilfreich. Oh, das ist in der Tat etwas hilfreich. Okay. Gut, ich nehme an, mit dem Typen können wir nicht viel machen. Ja, ja, das ist schon lustig. Was wir tun müssen. Nee, die kann ich nicht chanten. So, what's happening? Ich muss die einfach zum Explodieren bringen. Oh nein. Was habe ich nicht umgebracht? What the hell? So, einer ist weg. Quick save. Nein, das war doof. So, jetzt nochmal. So, leg dich nicht mit Abe an, würde ich mal sagen, ist hier die Devise. So, wie hat er nicht erfahren, dass da noch ein Kumpel ist? Wahrscheinlich hat ihm Big Fist einfach gesagt, hey, Abe. Einer deiner Kumpel hat noch. Schwierigkeiten. Ah, ich hab sogar weiter erwischt. Sehr gut. Und die werden auch noch geschockt.
Okay. Gut. Wir wissen, was zu tun ist. Wir müssen da durch. Das Ding aktivieren, dann da durch und dann haben wir's. Boah, 10 Minuten für einen Gang, ne? Alter. Okay, das war... Oh, ich hier quicksaved. Ja, zurück kommen wir ja nicht mehr, ne? Okay, gut. Renntaste drücken. Freunde lassen Freunde nicht zu essen werden. Halte Alf unbedingt am Leben. Ja, wenn wir nur einen Mudaken retten sollen, dann machen wir das natürlich. Das Schlachthaus erschallte von grässlichen Schreien und Abe ging sie durch Mark und Bein. Ja. Schreien. Ah, das reimt sich jetzt nicht unbedingt gut, aber ne? So. Gott, ich werde Alfie auch noch rauskohlen müssen, ne? Übel. So, warum ist das so langsam? Jetzt ist der Strom da oben aus. Oh. Ach so, deshalb war das so langsam, weil das jetzt verdammt schnell wird. Gut. Gott, ich hasse die Teile. Gut zu wissen. Boah, wir haben es geschafft, ohne einmal aufgeschnitzelt. Zerstückelt zu werden. Schweres Wort, aufgeschnitzelt. Jetzt geht's natürlich, Gott. So. Ich muss ja auch langsam überlegen, was wir als nächstes Projekt machen wollen. Honestly, ich habe ein paar Ideeschen. Ideeschen, oh Gott, tut mir leid. Man gewöhnt sich einmal eine Sache an und dann... Hat man den Salat? Da ist ein Scrap-Salat. Hab ich... Quicks, okay, gut. Zu früh gesprungen. In den großen Grinder rein. Oh, das... Wow, okay. Okay, konzentrieren wir uns. Darf ich da hängen bleiben? Ja, gut. Ist eigentlich eine sehr unangenehme Position, um rumzuhängen. Aber was kann man tun? Goodness. Und jetzt direkt zum Scrap. Ich hab den Slick nicht gesehen. Oh, ich hab den Slick nicht gesehen. Verdammt. Das wird Ärger. Nein, was mache ich da? Man gewöhnt sich einfach nicht zu schleichen. Das ist schlecht. Früher habe ich echt die meiste Zeit im ersten und auch im zweiten Teil einfach geschlichen. Sobald ich den Hebel betätige, hört mich der Kollege. Das ist das Problem. Und der Scrap da unten boxt mich natürlich fröhlich weg. Okay, oder er tut's nicht. Ob das jetzt so klug war. Okay. So geht's scheinbar auch. Wow. Ich glaube nicht, dass das so gedacht war, aber es hat funktioniert und ich beklage mich deshalb nicht. Okay, okay, gut. Die beiden bekämpfen sich. Nein, nein. Oh, verdammt. Ja, fetzt euch ruhig weiter. Sehr gut. Habe ich gespeichert? Ach, hier. Sehr gut. Gut. Habe ich schon gut gesagt? Gut. So, jetzt haben wir das aus dem Weg und jetzt können wir hier... Okay. Okay. Gut, die fetzen sich wieder.
Kann ich gucken, was da ist? Natürlich muss ich nach oben. Was denn sonst? Hier, Scrubby Scrubby. Nee, da unten geht es scheinbar nicht mehr weiter. Okay. Gut, dann wollen wir nach oben. Gut, dann wollen wir nach oben. Ja, tatsächlich, da oben ist der Checkpoint. Gott, wenn ich Alf zwischen Scraps und was weiß ich was lotsen muss, wird das lustig. Das ist aber eine schöne Kameraansicht. Okay. Gut, da unten ist sogar ein Paramite. Nein! Ja. Timing-Sachen. Ich bin gut im Timing-Sachen, Hust. Schnell! Okay. Puh. Das ist ein kleiner Paramite. Solange ich den nicht einenge. Bleibt er freundlich. Okay. Was macht der Schalter? Ich weiß es nicht. Er bringt die Fleischsäge zum langsamer sein. Das ist was Gutes. So. Ich glaube nicht, dass ich da durchgekommen wäre. Okay, da unten sind zwei Paramites. Das ist da nicht mehr so gut. Okay, gut, dass ich mich entschieden habe, da nicht weiter zu dingseln. Weil das wird doch... Das könnte doch sehr lang werden. Nein, nein. Schnell, schnell. Schnell. Oh Gott, war das knapp. Ein bisschen Fleisch mitnehmen. Da ist jetzt zwar nur ein Paramite, aber den engen wir sofort ein, wenn wir da runterploppen. Also machen wir das nicht. Ape, 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 bitte. Ha! Huh. Okay. Jetzt können wir aber nicht mehr zurück und können uns kein Fleisch mehr holen. Oh. Autsch! Das war nicht so klug. Ich wollte doch nur drüber springen, mein Gott. Mir ein bisschen Fleisch holen. Das fällt automatisch runter. Was soll ich davon halten? Pff, oh. Scheinbar nicht viel. So, das nehmen wir noch mit. So, was hat er denn da unten auf uns? Lass mich raten, der Hebel droppt irgendwas nicht so cooles auf meinen Kopf. Quick Save. Und zwar... Paramites. Ich hab's doch gewusst. Oh, wie fies ist das denn? Ich komme da nicht mehr locker durch. Okay. Ich wollte mich... ducken, mein Gott. Wie oft wurde Ape heute schon von Fleischhexern zerhäckselt? Sehr oft. Ich kriege das Timing auch nicht hin für die Teile, ne? Und... Oh, arme Paramites. Okay, was wartet hier auf uns? Hm. Es ist ruhig. Zu ruhig. Hm, da oben ist einer von diesen Kanälen. Hm, na gut. Ich würde mal sagen, wir gehen da noch rein. Apes Nerven lagen schon ziemlich blank, doch er suchte weiter nach Alf und seinem Schank. Hm.
Ja, wir sind jetzt wieder bei 20 Minuten. Ich würde sagen, Leute, das war's für heute. Ja, ein fieser Cliffhanger. In der nächsten Episode werden wir gucken, ob wir dann doch nicht Alf finden. Ist so ein ganz schön langes DLC. Finde ich gut. Also, hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.